Zack. Okay, okay. Mein Armaturenbrett habe ich mir auch schon bestellt. Ich habe mir auch so einem Corsa B ein Armaturenbrett bestellt, da werde ich das reinbasteln. Also. Nein, Quatsch. Quatsch, Leute. Das bleibt hier schön an meinem Schreibtisch. Ich werde mir irgendwann mal so ein Rig kaufen, wahrscheinlich so ein Playseat oder so. Und ich habe gesehen, es gibt da zurzeit echt kluge Lösungen, die nicht so teuer sind, platzsparend und praktisch und logisch eigentlich auch. Zum Beispiel, wo du, wenn du einen breiten Stuhl hast, kannst du dir so ein Ding einfach auf den Boden setzen und dann mit zwei Stützen auf dem Stuhl stellen. Und dann hast du so ein Gestell vor dir, kannst quasi jeden Stuhl, der breit genug ist, kannst benutzen. Und das Ding soll halt wirklich stabil sein. Da habe ich gestern so eine Review zu gesehen. Während ich laber, gehe ich mal eben hier nach Spar. Da freuen wir uns auch. Und Spar ist auch genau der richtige Ansatzpunkt. Das ist nämlich gar nicht so teuer. Liegt so bei $180. Ich weiß gar nicht, ob es nach Deutschland verschifft wird, weil es eine amerikanische Review war und so. Aber müsste man mal gucken. Und da kann man wirklich für kleines Geld einen praktischen, ergonomisch korrekteren Sitz sich irgendwie zurecht montieren. Weil, ich meine, kommt natürlich auch auf den Sitz an, den du dann selber nimmst, den du selber aussuchst. So ein Schreibtischstuhl, wie ich ihn jetzt gerade verwende, ist vielleicht auch nicht so sinnvoll. Da sollte man vielleicht doch schon eher darauf achten, dass der so die Ergonomie von so einem Sportsitz vielleicht hat. Ja, und dann kann man aber die Pedale auch ein bisschen neigen und so. Also da hat man auf jeden Fall auch Vorteile, damit die nicht so platt auf dem Boden stehen, ne? Ja, und dann kann das da schon richtig abgehen. Das ist halt eigentlich ganz geil. Wenn man halt so eine kleine Lösung haben möchte für einen Rennseat. Weil ganz ehrlich, so ein komplettes Rig mir da in ein Wohnzimmer zu stellen oder so, das ist schon echt groß, massiv, sperrig. Aua. So, und dann bräuchte man ja einen eigenen Aufnahmeraum oder einen eigenen Let's Play-Raum oder so, wenn man das dann sonst irgendwo machen würde. Ma, dieses Schalten hier. So, da ist der Gang. Ja, zack, am MX-5 vorbei. Warum fährt der hier überhaupt mit? Der hat doch gar keine Schnitte. Oh, ganz gefährlich. Ah, da wollte ich unbedingt noch überholen. Mann. Im echten Leben würde ich mir die Haare raufen. Nachdem ich meinen Helm abgenommen habe. Aber wie gesagt, eine gute Wahl für Schaltfaule hier. Die Corvette hat immer Dampf im vierten Gang eigentlich. Kannst du da nie was verkehrt machen. Natürlich aus dem Stand sollte man doch schon runterschalten. Aber so, da wurde mir jetzt der zweite Gang vorgeschlagen und hier auch der dritte. Wir können einfach im vierten bleiben. Das ist gar kein Thema. Müssen noch richtig reagieren, damit wir nicht übersteuern. Und da ist einfach immer Dampf parat, da braucht man sich keine Sorgen machen. Huppala, so viel Dampf, dass man weit über das Ziel hinausschießt. Und dann ist die Corvette mit ihrem Heckantrieb auch nicht ganz so unruhig. Ma, ey, fahr doch, Mensch. Was ist mit dir? Die vor ihm sind auch alle schon weit weg. Der ist hier wirklich einer, der die ganze Reihe aufhält. Hier mal lieber nicht Vollgas draufbleiben. Jawohl, so ist besser. Fünfter Gang. So, ich erfahre mal 250. Können wir hier so bleiben in der Geschwindigkeit? Nee, können wir nicht. Ah, haut gerade eben noch hin. Können wir ein bisschen mit Noss nachhelfen. Und jetzt aber auch schon wieder bremsen. Und einen richtigen Gang finden. So. Jawohl. Da vorne ist schon Platz 3, 2 und 1, die sich gerade noch kämpfen. Oder bekämpfen. Und bald stoße ich dazu. Da können sie sich um Platz 2, 3 und 4 kämpfen. Dann sind wir nämlich ganz vorne und hauen einfach mal ab. Zweite Runde hat gerade begonnen. Ist jetzt ein bisschen länger, das Rennen hier, weil eine Runde nur mal 2 noch was dauert. Aber gar kein Thema. Mir macht Spaß. Jawohl, geht noch. So, und dann überholen wir gleich als nächstes den Trommler, so wie es aussieht. Der kann mal schön von dann trommeln, der kann hinten weiter trommeln, ne? Werden wir mal ein bisschen auf die Pauke hauen. Wenn wir denn den Gang finden. Da ist einer, nehmen wir den noch. Oh Mann, ey, das kann einem
im Grenzbereich wirklich das Genick brechen, wenn man dann einfach den Gang nicht findet und im Rennen dann eine wertvolle 10. Sekunden verliert. Das ist echt nicht so schön. Da muss ich wirklich gucken, dass ich da noch ein bisschen Training reinkriege und übe, beziehungsweise mein Feingefühl dafür verbessere. Ich hoffe mal, das kommt automatisch mit der Zeit, wenn man sich nur stark genug reinhängt. Kriegen andere ja auch wohl hin. Oh, jawohl. Nicht ins Übersteuern geraten, zumindest nicht zu stark. So können wir alles noch abfangen, gar kein Thema. So, und da sind sie schon, Platz 1, 2 und 3. Der Trommler im Benz. Kriegt gleich mal seine Leviten gelesen hier. Na, na, na. Ja, okay, beschleunigungsmäßig hält er doch schon ganz gut mit. Selbst im Windschatten können wir da nicht viel... Oh, Boden gut machen. Ah, oh, ja, jetzt übertreibt er aber. Jetzt werdet ihr aber langsam hier. Erstmal an euch vorbei, Nossen. Bam, N2O, N2O. So, und der Calibra erkämpft sich wieder Platz 1. Zumindest will er es hier mit starkem Abkürzen. Und jetzt kürzt aber auch der Mitsubishi ab. Mann, 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 ihr kennt auch keine Moral, was? So, einmal mit Nost dran vorbei. Mann, man muss ja ziemlich schnell schalten, wenn man Nost. Ist ja der Hammer. Und mit Nost meine ich natürlich hier Lachgas. Könnt ihr ja mal unten sehen, wenn ich da, also über dem Drehzahlbalken, der immer nach oben läuft. Da drüber steht ja N2O mit diesem roten Balken. Und wenn ich da drauf drücke, dann leuchtet der und wir fahren ein bisschen schneller. Schnell. Weil wir da einfach mal 100 PS mehr kriegen oder so. Und das mache ich dann ab und zu. Jetzt sind wir allerdings Ärzte. Ich könnte jetzt hier auf der Geraden noch hingehen. Mal ein bisschen die Hochgeschwindigkeit ausloten hier, was wir auf der Strecke so schaffen. 280. Ja, dann müssen wir auch schon wieder bremsen. Da haben uns die Hinterreifen ein kleines Bellen geschenkt. Ah, ich muss echt versuchen, auch mit Zwischengas dann zu arbeiten. Und versuchen, das Kiesbett zu vermeiden. Oh Mann, ey. Vollgas. Nicht gekriegt, wunderbar. Und wir bleiben direkt hier so im vierten Gang. Ach. Ich bin ja froh, dass es dann immer auf geraden Strecken passiert. Weil in der Kurve ist es, wie gesagt, echt scheiße. Wenn du am Kurvenausgang auf einmal keinen Gang zur Verfügung hast oder keinen Gang drin hast und du stehst, dann willst du Gas geben und kannst nicht Gas geben. Kommt nicht gut. Oh, zu stark abgekürzt. Eklige Linie gefahren. Aber noch alles cool. Zack. Los, 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 los. Ist ja auch eine ganz tolle Band, ne? Nosshos. Gibt's auch. Die covern so Mucke aus Filmen wie Too Fast and the Furious und so. Dritter, gehen wir mal in den dritten. Zack. Nicht zu schnell werden und dann hier wieder aufs Gas. Jawoll. Runde Nummer 3 abgeschlossen. Zwei bleiben noch übrig. Und wir sind Erster. Also, es kann hier nichts mehr schief gehen eigentlich. Und ich sage, dass extra damit was schief geht. Nee, also, ich glaube, selbst wenn wir jetzt hier uns nochmal drehen, dann holen wir dann alles wieder auf, solange das nicht in der letzten Runde passiert und wir den Abstand jetzt auch nicht verlieren hier. Oh, 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 viel zu schnell durch die Kurve und richtig eklig abgekürzt. Zum Glück gibt es hier Auslaufzonen und Matzen. Ach, das war nicht gut. Aber dafür hauen wir schnell ab jetzt hier mit dem Lachgas. Oh, 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 Gang nicht reingekriegt und auch verlenkt und verbremst. Ganz eklig, ganz unschön. Zum Glück alles keine Fehler, die uns jetzt irgendwie Zeit kosten, großartig. Mann, 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 du. Ja.
Nicht leichtsinnig werden jetzt hier. Bisschen driften, ein bisschen Spaß haben ist okay. Und ein bisschen cool aus der Kurve kommen, aber den Rest brauchen wir nicht, ne? Zack, und nos, 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 nos. Mas, nos, mas, nos. Oh, alles klar. Ach, stimmt ja, was ich auch habe, jetzt mit dem G27, sind ja diese kleinen Schaltleuchten, Schalt-LEDs, die über der Hupe quasi angebracht sind. Also, jetzt hier am wirklichen Lenkrad, ne? So kleine Leuchten, die sagen wir dann hier, wenn es Zeit wird zu schalten, ja? Also, ich glaube, an jeder Seite 5 LEDs, die dann nach farbig in der Mitte zulaufen. Und bei Rot solltest du gefälligst mal schalten, ne? Sonst überdrehst du halt. Und da ist halt schon sehr geil, dass das so funktioniert. Ich meine, man guckt nicht wirklich hin, weil jetzt auch mein Lenkrad ziemlich weit unten steht im Verhältnis zum Monitor, sag ich mal. Ich habe auch nicht die beste Rennergonomie hier vielleicht. Aber ist mir Wumpe, ich komme so klar und macht Spaß. Es ist halt bloß so, dass ich dann immer ziemlich stark nach unten gucken muss, um diese LEDs dann überhaupt wahrzunehmen. Und das macht dann nicht wirklich Sinn oder ist dann nicht wirklich nützlich für mich, sag ich mal. Aber wenn das Lenkrad ein bisschen anders stehen würde und ich ein bisschen tiefer sitzen würde, vielleicht würde es dann schon eher Sinn machen. So, letzte Runde ist gestartet. Wir gehen hier diesmal nicht mit Vollpin durch, sondern bremsen ein bisschen ab. Und das reicht auch schon, damit wir hier eine schöne, saubere Linie fahren können. Hochgeschwindigkeit. Da können wir auch richtig Zeit mitnehmen hier. Vielleicht nochmal ein bisschen mit Noss nachhelfen, ne? Wir haben ja noch was. Der Tank ist noch nicht leer. Wird ja auch nach jedem Rennen automatisch wieder aufgefüllt. Da haben wir korrekten Pakt mit der Firma geschlossen, die das Lachgas herstellt. Oder abfüllt vielmehr. Wir haben bloß keinen Pakt mit der Minimap geschlossen, weil die Karte haben wir irgendwie nicht drauf. Den Streckenverlauf hier. Mann, 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 ey. Jawohl, geht noch. Sehr schön. Och, Leute, ey. Ich glaube, es liegt daran, dass ich das Kupplungspedal nicht ganz durchtrete. Und wenn ich dann einfach so rausgehe, dann geht er in den Leerlauf und ich kann jetzt hier schalten, was ich will und dann passiert nichts, bis ich die Kupplung wieder trete und dann den Gang einlege. Ja. Gewöhnungssache, hoffe ich doch mal wirklich. Schmälert auf jeden Fall nicht den Gesamteindruck, den ersten, den ich jetzt habe, weil das Ding ist der Hammer. Ich freue mich nach wie vor. Und ist auch, glaube ich, als Zwischenschritt zum Thrustmaster T500 gar nicht schlecht. Weil ganz ehrlich, das war bei mir eine rein preisliche Sache. Ich wollte mir wirklich das Thrustmaster holen. Aber dann habe ich gedacht, machst du keine halben Sachen und guckst direkt, was der Schaltknüppel dazu noch kostet. Und ja, da habe ich mich dann auch nochmal wieder hingesetzt. Ja, also ich wäre dann bei 450, 500 Euro für beide Teile in Kombination. Und das ist mehr als die Hälfte, was ich für dieses Schätzchen jetzt bezahlt habe. Und da habe ich alles. Ich habe 3 Pedale. Ich habe eine Schaltkulisse, die jetzt nicht ganz so hochwertig ist, gebe ich zu. Aber ich habe mehr Knöpfe zur Verfügung. Oh, wir sind ins Ziel gefahren. Wunderbar, das war anstrengend irgendwie. Naja, was haben wir denn noch? Ja, wie gesagt, mehr Knöpfe und auch ein relativ starkes Force-Feedback. Das Gerät hat ja zum Beispiel keinen Lüfter und so. Das ist beim T500 dann nochmal ein bisschen anders. Das baut dann schneller Hitze ab. Baut aber auch mehr Hitze auf, muss man dazu sagen. Naja, auf jeden Fall war es bei mir dann wirklich eine preisliche Argumentation, dass ich mich da jetzt fürs G27 entschieden habe und da habe ich dann noch ein gutes Angebot gekriegt auch noch. Deswegen, das haut alles so schon hin. Boah, und der T500 ist dann echt im Vergleich schon wirklich teuer und preisaufwendig, ne? So, einmal rüber hier. Letzter Track. Echt schon? Ich dachte, das wäre jetzt das dritte Rennen. Ne, klar, wir haben ja Twin Ring Motegi, Brands Hatch, Daytona, Circuit, Disparin, Francochon und Ascari dann jetzt noch vor uns. Ja, sehr schön. Letzte Rennen hier der Weltstrecken-International-Tour. Und da können wir auch mal wieder von der Viper runter. Ich muss mal eben hier... Na, 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 na. So, kleinen Schluck trinken. Jawohl. Alles klar. 2 Calibras, da sehen wir es auch schon. 94er, einmal der Calibra Supra Touring Car. Und der normale Calibra Touring Car.
gefahren vom Herrn Wechsler. Bin ich ja mal gespannt, wie die sich unterscheiden, ob der da noch aufholen kann oder so oder so oder so. Vielleicht wechselt der Herr Wechsler ja auch seine Meinung oder wechselt die Reifen oder, ja. Mach Bäumchen, wechsel dich, ich weiß es nicht. So, schwarzer Bildschirm, bitte weiche. Jawohl, da geht's los. Schicke Karre, ey. Mann, mit dem Rennauspuff. Hat eh eine geile Form, finde ich. Also die Corvette an sich. Der Rennauspuff jetzt nicht unbedingt, ist halt rund, ne? Hier schon direkt abgekürzt am Anfang. Ascari, erstmal drauf klarkommen. Alles in Erinnerung rufen, was wir hier schon jemals über die Strecke gelernt haben. Und ich glaube, wirklich bewusst gelernt haben wir noch nicht viel. So, upala, upala. Aber wir müssen uns erstmal nach vorne kämpfen jetzt. 10. Platz. Nicht zu schnell werden. Nicht zu früh voll aufs Gas. Hupala. Bremspunkte nicht vergeigen wie jetzt und auch komplett die Linie und so. Mann. Ich glaube, für manche Strecken wäre es doch echt doch sinnvoller für mich, die Ideallinie zu aktivieren. Zumindest wenn es darum geht, sauber zu fahren und irgendwie schnelle Rundzeiten rauszuholen. Ich meine, jetzt ist ja eh halt nur noch. Es geht ja nur darum, Erster werden. Mir geht es ja jetzt nicht darum, oh, ich will jetzt die beste Rundenzeit oder hier da noch einen Rekord aufstellen. Oder nicht über Grünstreifen fahren und da rumschleudern, so wie wir es jetzt machen, mit Vorliebe. Sondern ich will halt einfach nur Spaß haben, ne? Und Erster werden und am besten die 3 Sterne holen, damit wir den nächsten Content freischalten und so weiter. Das war gerade richtig schlecht. Die Kurve können wir noch viel schneller nehmen. Hier auch Vollgas, wunderbar. Und dann aber hier runter in den 3. Und bleiben wir im 4. Sind von der Geschwindigkeit her richtig, jawohl. Und hier kürzen wir sehr stark ab. Wie schon zu Beginn der ersten Runde. Ne, gar nicht. Da kommt noch eine Schikane, die so ähnlich ist, ne? Dann wäre das hier ja schon die 2. Runde. Boah. Sehr actionreicher Streckenverlauf auf jeden Fall hier in Ascari. Fällt mir sehr gut. Die Kurve gefällt mir nicht. Ja, Bremspunkt verkackt. Scheiße, müssen wir uns merken. Nächstes Mal auf jeden Fall deutlich stärker abbremsen vor dieser Kurve. So, und da sind wir wieder vom Offroad-Modus zurück. 7. Platz. Die Gegner auf den Fersen, aber die können wir locker wieder abschütteln. Hier nicht zu schnell werden. So, und da vorne ist der andere Mob. Der andere Rotz. Der menschliche Abschaum in Form von KI. Ach, scheiße. Das war die Schikane, die uns auch das in der letzten Runde eine Abkürzung abgefordert hat. So, und ich laber schon wieder den komplett grammatikalischen Blödsinn und inhaltlichen wahrscheinlich auch. Es tut mir leid. Ich wünschte, ich wäre mehr Frau und multitaskingfähig. Ich habe leider nur große Brüste, aber irgendwie ist das in meinem Gehirn nicht angekommen. Meine Hormontherapie ist auch nicht ganz angeschlagen. Ich habe zwar einen Bart gekriegt auch, aber ja, ich wollte halt eine Frau werden, ne? Und keinen Bart kriegen. Zack. Habe ich gerade alles gar nicht erzählt. Wir müssen uns konzentrieren hier. Es ist keine Zeit für peinlich detailreiche und wahre Einzelheiten aus meinem Privatleben. So, 6. Platz. Wir haben uns wieder drangekämpft hier ans Feld. Und kämpfen jetzt mit den Gegnern hier, mit den restlichen noch Verbleibenden. Wir sind in der 2. Runde. Eine Runde dauert 2 Minuten 17. Also haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit. Jetzt sind wir schon 5. jetzt hier. Die Kurve Vollgas durch und dann hier irgendwann mal bereit machen zum Bremsen. Boah, übersteuern, abkürzen, eklig. Ein bisschen jumpen hier oder was? Mann. Zum Glück nicht viel Zeit verloren. Aber natürlich unsauber und unschön. Das wollen wir so eigentlich nicht, ne? Ich meine, die Computergegner sind da auch nicht fern von. Die kürzen ja auch ab, was das Zeug hält, was die Linie dann hergibt. Das ist denen auch ganz egal. Ich meine, man will immer noch anders machen in dem Moment. Ach, ja. Ja. Schon wieder nicht gemerkt, diese Kurve. Schon wieder nicht gemerkt. So schnell auf den Asphalt. Und wie gesagt, einfach im 4. bleiben. Hier gucken, dass man nicht noch übersteuert. Gas und dann ist man schon wieder perfekt auf Kurs. Das ist der Hammer in diesem Auto. Der Schraubenzieher ist das, ich sag euch das.
So, jawohl. Den können wir noch kriegen vor der Schikane hier. Den haben wir jetzt gar nicht mal so schlecht genommen. Das geht doch klar. So, Platz 1, 2 und 3. Kommt her, ihr Nasen. Diese Runde und dann noch eine haben wir zur Verfügung. Brauchen wir aber, glaube ich, gar nicht. Ich lehne mich aus dem Fenster. Also fahr's natürlich erst runter hier, das Fenster, ne? Hier da, das Fenster runterfahren. Und dann lehne ich mich raus und sage, wir gewinnen das Rennen und werden noch in dieser Runde Erster. Ja, mindestens einmal. Scheiße. Ja, 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 ja. Gut, dass da gerade kein Straßenschild war, wo wir uns aus dem Fenster gelehnt haben. Sonst wäre nämlich der Kopf ab gewesen. Sechster Platz. Große Sprüche klopfen, klopfen und dann über die Wiese fahren, ne? Ah, jawoll. So, nicht zu schnell. Und hier wieder aufs Gas. Calibra, komm her. Zeig, was du kannst. Ah, nicht viel kann er, nicht viel kann er. Nix kann er. Jawoll, da sind wir vorbei. Und guck mal, wie langsam er ist. So, Platz 1 und 2. Kommt her, ihr Nasen. Ich will euch richtig mal die Nase putzen hier. Zack, zack. Ja, nicht ganz sauber gefahren, aber schneller als die Konkurrenz. Die ich mal eben ein bisschen anstupsen muss, um zu sagen, hier, Achtung, hier komme ich. Mach mal schön Platz. So, und da ist der andere Calibra. Ist das der Super Calibra oder der normale Calibra? Das ist auf jeden Fall nicht der Herr Wechsler. Oh nein! Ich kriege diese Kurve einfach nicht. Ich kriege diese Kurve einfach nicht. Wir haben jetzt noch eine Möglichkeit, in der letzten Runde die Kurve zu kriegen. Sonst vergeigen wir da echt unseren ersten Platz mit. Ich muss mal schnell hier vom Rasen runter. Warum fahre ich denn so lange über den Rasen, ey? Oh, fünfter Platz. Leute, wir waren aber noch nicht einmal Erster. Jetzt muss ich nur mal eben kurz betonen, ne? Das heißt, ich habe richtig Scheiß erzählt, diese Runde. In der dritten Runde sind wir nicht Erster geworden. Und jetzt haben wir noch eine Runde übrig. Noch eine Runde, wo wir keinen Scheiß bauen müssen. Wo ich einfach nur mal diese eine Kurve richtig anbremsen muss. Ich freue mich immer, dass man so schnell durch die letzte dann gekommen ist, aber verpeile dann, dass man schon so früh bremsen muss, um da dann durch die nächste Kurve durchzukommen. Ich werde jetzt drauf achten, versprochen. Das darf uns nicht nochmal passieren. Es ist unsere letzte Chance. Dritter Gang ist auch richtig biestig noch hier. Ist aber auch klar, wir haben auch noch richtig viel Power unterm Hintern. So. Da ist der Erstplatzierte. Die Kurve haben wir gekriegt, aber das war die halt noch nicht. Das kommt jetzt erst, ne? Da kommt doch gleich die Rechtskurve und dann... Na, bremst doch nicht so stark. Sag mal, hast du einen Haschmich? Mann. So, jetzt kommt hier noch eine rechts. Und dann bremst man hier runter. Genau, so. Und dann kommt die nämlich hier auch, die Schikane. Die müssen wir mitnehmen. Ja, haben wir gemacht. Wunderbar. War das abgekürzt? Nein, ich glaube nicht. Ich wollte nur gucken, wie unsere Räder sich auf diesem Grünstreifen verhalten. Das war alles nur... für die Wissenschaft. So, hier auch die Linie richtig schön verkackt. Wunderbar. So, und jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt müssen wir hier schon bremsen. Jawohl, ich habe die Kurve gekriegt. Unfassbar, wir können hier schon wieder Gas geben. Das wird die schnellste Runde ever. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass wir hier in der letzten Kurve nicht noch irgendwas versauen, weil wir zu schnell sind, weil wir schneller sind als gerade. Ja, das passt aber, wenn wir hier so im vierten bleiben. Wunderbar! So, dann haben wir mal eben 10 Sekunden eingespart in der Runde, weil wir einfach mal die Kurve gekriegt haben. Ist das nicht unfassbar? Sehr schön! So, haben wir die Weltstreckentour abgeschlossen. Was sagt er dazu? One time around the world in 80 days in 5 races um die Welt. Wunderbar, das geht nur in Gran Turismo. War ja auch jetzt nicht wirklich um die Welt, ne? Also waren ja Strecken aus Amiland, aus Japan, glaube ich, ne?
standen da.